Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Ortspedia-Kanal. Wir sind schon wieder in der Champions League-Woche. Diesen Dienstag und auch am Mittwoch gibt es wieder einige Spiele. Es geht los mit Donetsk gegen Zagreb und Atletico Madrid trifft auf unseren deutschen Vertreter Bayer Leverkusen. Beides in der Gruppe D. Layout sieht für diesen Spieltag ein bisschen anders aus. Hintergrund ist einfach der Kollege Radek Vegas hier unter mir. Eingeblendet, out of order, ihn hat leider die Grippe erwischt. In diesem Sinne, gute Besserung, Radek. Und an dem Wochenende haben wir mit unseren Bundesliga-Tipps nicht so gut gelegen. Heißt aber, wir können vielleicht den ein oder anderen Tipp hier in dem Video und dann vielleicht hoffentlich auch unter euren Kommentaren, die ihr da postet, finden, um Radeks Gemütszustand und Gesundheitsstatus wieder nach oben zu bringen. Ja! Die Gruppe Dora, da klicken wir doch gleich mal drauf. Atletico Madrid gegen Leverkusen. Leverkusen jetzt schon am dritten Spieltag mit dem Rücken zur Wand. Wir schauen uns mal ganz kurz die letzten Spiele von beiden Teams an. Madrid gegen Valencia 1-1 gespielt, gegen Valladolid auch ein unentschieden. Sieg in Moskau in der Champions League. Und auch in einem anderen Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin ein Unentschieden geholt. Gegen Madrid, also Real Madrid, auch ein 0-0. Man sieht schon, die sind richtig in der Defensive stark und Minimalisten in der Offensive. Bei Leverkusen läuft es nicht mehr so rund. Seit dem Sieg gegen Augsburg und davor gegen Union Berlin gab es die erwartete Niederlage gegen Juventus. Ein 1-1 Unentschieden. Kann man so stehen lassen, wird sich bestimmt keiner beschweren über dieses Ergebnis. Aber dann die 3-0-Niederlage gegen Frankfurt tut weh. Jetzt sind wir aber in der Champions League und wie gesagt, da stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Mit einer potenziellen Niederlage am Dienstag wird es schon sehr, sehr schwer bis gar unmöglich, noch die Top-2-Plätze in Anspruch zu nehmen. Und auch auf Tabellenplatz 3, da müssen sie entweder gegen Juve im Rückspiel punkten oder aber eben jetzt bei Atletico oder auch im Rückspiel gegen Atletico, vorausgesetzt, dass sie das Spiel gegen Moskau gewinnen würden in Moskau. Sonst ist auch der dritte Platz eigentlich außerhalb der Reichweite. Für Madrid, sie können sich hier auch absetzen mit einem Sieg, nicht nur für Leverkusen, sondern auch von Moskau, denn man kann ja hier quasi erwarten, dass Juve auch gegen Moskau gewinnen wird. Lass uns jetzt vielleicht einmal die Quoten anschauen. Mit 1,7 finde ich das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, daheim, also gegen Juve unentschieden gespielt. In Moskau hat Madrid auch gewonnen. Und von daher finde ich diese Quote eigentlich sehr fair. Over-unders könnten interessant sein. Hier haben wir gerade gesehen, dass Madrid in der Defensive stark ist. Die klassische Line, Over-Under 2,5 Tore. Eine 1,85 kann man machen, aber es ist die Frage, inwieweit Leverkusen offensiv agieren wird. Hier persönlich würde ich ein Under 2,5 wirklich präferieren. Und wenn wir die Asian Handicaps anschauen, mal schauen, Leverkusen haben wir gerade gesehen mit einer 6er Quote, der klare Außenseiter. Und wenn man jetzt glaubt, dass Leverkusen vielleicht eine Chance hat oder gar gewinnt, dann macht es vielleicht Sinn, auf die Leverkusener mit einem Handicap zu gehen, ihnen vielleicht eine 1,5 zuzuschreiben. Allerdings ist dann die Quote auch nur bei 1,4. Also das ist mir eigentlich zu wenig. Und minus 1 würde bedeuten, bei einer Niederlage, bei einer knappen Niederlage von 1,0, 2,1, 3,2 und so weiter, würde man seinen Einsatz zurückbekommen. Finde ich auch nicht interessant genug. Von daher, hier wären meine Ideen unter 2,5 Tore oder aber gleich auf den Sieg von Atletico Madrid zu gehen. Weil vielleicht das, was Leverkusen bisher gezeigt hat, auch das, was Leverkusen in der Champions League einfach präsentieren kann. Donetsk gegen Zagreb. Hier haben wir auch ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, Zagreb hat uns alle positiv überrascht. Letztes Mal gegen Man City verloren, allerdings ein langes 0-0 gehalten. Entschuldigung, aber am Ende 2-0 den kürzeren gezogen. Donetsk hat hingegen gegen Atlanta Bergamo gewonnen. Und das war
Vielleicht jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber sicherlich nicht zu erwarten. Hier Donetsk als Heimteam definitiv der Favorit, haben auch die größere Champions League-Erfahrung, das ohne Frage. Eine Einzimmerquote ähnlich wie bei Madrid gerade eben. So klar sehe ich den Sieg aber nicht. Klar, sie haben die letzten fünf Spiele gewonnen, also die Formkurve passt. Jetzt ist die Frage auch, inwieweit in der heimischen Liga die Gegner Maßstab sein sollten. Aber ich denke, gegen Atlanta das 2:1, das spricht schon für sich. Aber auch Zagreb mit eben dem 0:2 trotz Niederlage hat sich sicherlich teuer verkauft. Und wenn wir jetzt hier mal die Standings anschauen, momentan sieht es ganz gut aus. Dynamo würde hier das Unentschieden bestimmt sehr, sehr gut gefallen. Man sieht auch von der Tordifferenz, dadurch, dass sie gegen Man City relativ knapp verloren haben und das 4:0 gegen Atalanta, ist quasi schon ein extra Punkt aus meiner Sicht. Und dementsprechend sollte Schachtja eher auf den Sieg gehen. Jetzt schauen wir mal, was wir an Asian Handicaps Wetten haben. Okay, also hier bei knapp minus 1 ist die Line, das ist vielleicht nicht so interessant. Was bedeutet das, wenn Donetsk hier mit einem Tor Vorsprung gewinnt? Dann würden wir die Hälfte des Einsatzes gewinnen. Gewinnen sie mit 2 oder mehr, dann bekommt man eine 1,98er Quote anstatt die 1-Simmer. Auf der anderen Seite das Gleiche, wenn man auf wenn man Zagreb einen Stich gibt, dann ist vielleicht das Plus 1 oder eben das Plus 0,75 nicht ganz uninteressant. Plus 1 gefällt mir sogar, denn ich kann mir vorstellen, dass für Zagreb das jetzt quasi eine, keine Ahnung, Once-in-a-Lifetime-Chance ist und die dementsprechend aufzocken. Beide Teams haben schon gezeigt, dass viele Tore fallen können. Dementsprechend ist das Over 2 bei 1,4 nicht so attraktiv, aber auch hier bei dem Plus oder Over Under 2,5 Tore haben wir eine relativ ausgeglichene Quote um die 2 bzw. 1,9. Ja, die Tendenzen gehen offensichtlich in beide Richtungen. Vom Gefühl her wird es für mich eher ein torreiches Spiel, also Over 2,5 Tore. Wer spielt in der anderen Gruppe? Hier haben wir Moskau gegen Juventus. Natürlich in der gleichen Gruppe wie Madrid. Das Zeitversetzte ist jetzt vielleicht nicht ganz so lässig. Aber, ne, klick hier drauf. Aber die Maus macht nicht so mit, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt sind wir da bei Juventus. Eine 1,24er-Quote. Turin, der ganz klare Favorit. Müssten auch das gegen Moskau gewinnen. Die Tabelle haben wir uns gerade angeschaut, wenn wir die letzten Spiele anschauen. Ein 2-1 gegen Bologna. Bei Inter Mailand 2-1 auch gewonnen. Das 3-0 gegen Leverkusen. Alles nach Plan. Moskau gewinnt im Prinzip auch die letzten drei Spiele in der Liga und ist gegen Atletico Madrid nicht unerwarteterweise unterlegen gewesen. Hier denke ich, lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf das Handicap. Ich weiß nicht, was ihr da draußen von Moskau haltet. Der Sieg gegen Leverkusen, der war sehr verdient, aber ich glaube, dass die anderen beiden Teams deutlich eine Nummer zu groß sind. Und dann schauen wir doch mal hier die Quoten an. Okay, also, dass Juve gewinnt, das setzen wir jetzt einfach mal voraus und schauen uns an, ab welcher Tordifferenz die Asian Handicap Quote interessant wird. Minus 1, eine 1,3er Quote, in dem Sinne überhaupt nicht interessant, eine 1,5. Das ist schon eher attraktiv.
Wer sagt, dass Juve das mit 2 Toren Vorsprung macht? Finde ich nicht unattraktiv. Ich sehe hier auf jeden Fall ein 2-0 oder auch ein 3-0, ähnlich wie das Spiel gegen Leverkusen. Over-Under-Tore, da würde ich in dem Spiel nicht drauf gehen. Aber eine -1,5 auf jeden Fall nicht uninteressant. Oder aber, wer sagt, Juve -1, die Quote mit einer 1,3 und dann nimmt man vielleicht noch einen anderen Favoritensieg von Man City oder so dazu. Vielleicht findet man eine ganz gute Kombinationsmöglichkeit um die Zweierquote. Finde ich nicht ganz uninteressant. Auf der anderen Seite hat der bisherige Champions League-Verlauf schon gezeigt, dass viele, viele verrückte Ergebnisse passieren. Eins davon ist zum Beispiel Brügge geschuldet. Erst spielen sie 0-0 gegen, daheim war es, glaube ich, gegen Galatasaray, ganz genau, denn danach ging es auswärts zu Real Madrid und da gab es ein 2-2 und lass mich nicht lügen, aber sogar mit einer 2-0-Führung und sie haben wirklich richtig gut gespielt und hätten auch noch weitere gute Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen. Also Brügge gefällt, auf der anderen Seite Paris mit dem Pflichtsieg bei Galatasaray und einem sehr, sehr souveränen Sieg gegen Madrid. Und Madrid liegt dementsprechend jetzt auch schon auf dem Boden und muss sich schnellstmöglich wieder berappeln. Wer sagt, Madrid ist einfach schwach und Brügge hat das gut ausnutzen können, der findet mit Pariser 1,6-Quote eine interessante Wettmöglichkeit, denn Saint-Germain ist natürlich das Nonplusultra nicht nur im französischen Fußball derzeit, sondern auch in diesem Spiel haushoch von den Spielern überlegen. Schauen wir uns doch einmal noch hier die Quoten an. Die Verteilung auf Brügge 6,5, okay. Und wenn wir die Handicaps anschauen, wer sagt, dass Paris mit mindestens einem Tor Vorsprung gewinnt, findet hier auch um die 2 eine interessante Wettmöglichkeit. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut, auch wenn es im Prinzip schon langweilig ist, auf den Favoriten zu gehen. Auch beim Spiel Galatasaray gegen Real Madrid würde ich jetzt in erster Linie mal auf die Handicaps schauen. Madrid hat jetzt nicht so gut gespielt, dass man hier bedenkenlos auf die setzen sollte, eher im Gegenteil. Nur ist auch die Frage, inwieweit Galatasaray das ausnutzen könnte. Wenn wir jetzt mal sagen, dass man Madrid in der derzeitigen Form auf Augenhöhe von Istanbul sitzt, dann ist schon wieder ein Handicap von 1 oder gar 1,25 auf Galatasaray interessant, denn da gefällt mir sowohl die 1,6 als auch die 1,86 sehr, sehr gut. Auch wenn wir mal die Tore anschauen, over 2,5, nur eine 1,7. Ja, also Galatasaray hat jetzt gegen Brügge nicht getroffen, gegen Paris nicht getroffen. Hingegen sind die Kollegen aus Madrid schon mit 2 Treffern und 5 Gegentoren für Tore gut. Der aktuelle Formverlauf, wenn wir mal hier schauen, kein Tor. Also Galatasaray, mal abgesehen vom Spiel gegen Sivasspor, wirklich eher minimalistisch, was die Tore geht unterwegs. Und Madrid hat jetzt gegen Mallorca erst verloren. Ja, die Luft wird enger dort. Eher Hände weg. Mir ist Galatasaray jetzt auch nicht stark genug, um darauf zu gehen. Tottenham Hotspurs, die sind doch uns als Vertreter des deutschen Fußballs positiv in Erinnerung. Das haben sie doch für einen klaren Bayern-Sieg gesorgt, also da reden wir auch nochmal gleich drüber, sind Letzter in der Gruppe, der letztjährige Champions-League-Teilnehmer und Roter Stern Belgrad mit dem Sieg gegen Olympiakos Piräus auf jeden Fall auf gutem
Kurs 3-1 nach einer Halbzeitrückstand von 1-0, das spricht doch für sich. Tottenham hat jetzt 1-1 gegen Watford gespielt, davor gegen Brighton verloren, gegen Bayern verloren. Gut, und gegen Southampton davor die Woche gewonnen. Also es läuft nicht wirklich, sie sind auch stark verletzungsgebeutelt. Für Roter Stern, Belgrad, also hier bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben hier die 13er-Quote. Ich würde jetzt nicht empfehlen, auf Unentschieden oder Belgrad zu setzen. Aber ich glaube, dass hier ein bisschen der Name zu sehr mitspielt und nicht der aktuelle Formverlauf berücksichtigt wird. Deshalb schauen wir uns jetzt mal die Asian Handicaps an. Also, wer sagt, dass hier Tottenham mit 3 Toren Vorsprung gewinnt, das ist relativ unrealistisch. Aber auf der anderen Seite, finde ich, werden doch hier die Quoten schon super interessant. Belgrad plus 2 gibt uns eine Einzimmerquote. Oder wer das auch nochmal ein bisschen absichern will, könnte eine 2-2-5 mit einer 1-5-5 spielen. Das finde ich persönlich sehr interessant. Genauso wie Belgrad 1-5 für eine Über-2er-Quote. Also hier ist definitiv meine Tendenz zu einem Asian Handicap auf die Kollegen von dem Roten Stern aus Belgrad, Marco Marin und Co. Verliert nicht zu hoch oder gewinnt oder spielt unentschieden und die Wette würde für uns einlaufen. Das ist hier wirklich mein Favorit. In der anderen Partie spielt der große FC Bayern München und so gut es auch in der Champions League steht, wir haben es ja gerade eben schon gesehen, erster, 2 Siege, 10 Tore, 2 Gegentore und mit dem dritten Sieg ist ihm, ja, läuft alles nach Maßen, dann ist eigentlich die Gruppenphase auch schon wieder gegessen, sehr, sehr positiv. Aber, und das ist ja das Verrückte am Fußball, wie schnelllebig alles ist, vor nicht mal einem Monat gab es dieses überragende Spiel in London bei den Tottenham Hotspur, Niko Kovac, sein Stuhl, der davor gewackelt hat, war endlich mal wieder nicht Thema bei den Medien, sondern auf einmal hat er alles richtig gemacht. 2 Spieltage der Bundesliga später, Niederlage daheim gegen Hoffenheim, nur ein Unentschieden gegen Augsburg, 1-2, nicht so glückliche Aussagen in der Pressekonferenz abgegeben und schon geht's wieder los. Die Führungsriege des FC Bayern München, Rummenigge, Hoeneß, Schweigen und Nico weiß wahrscheinlich auch nicht so recht, wie er sich verhalten soll. Das Beste, was ihm und auch dem deutschen Fußball in dem Sinne passieren könnte, wäre ein deutlicher Sieg gegen Olympiakos. Die haben davor die beiden Spiele 2-1 gewonnen und sind jetzt nach ihrem wirklich coolen Unentschieden, muss man so sagen, da waren sie auch besser als Tottenham, hätten auch einen Sieg verdient gehabt, aber jetzt mit der Niederlage bei Belgrad sind sie auch ein bisschen unter Zugzwang, könnten hier den Punkt gut verkraften. Ich glaube aber trotzdem, dass wir trotz des Verletzungspechs, das jetzt Bayern auch noch erlitten hat, Niklas Süle, dass Olympiakos da einfach letztendlich nicht mithalten kann. Bayern wird das gewinnen, wird da jetzt auch nicht großartig auf Over-Under gehen oder auf einen Handicap-Sieg, sondern in erster Linie auf Bayern und wer Kombis mag, vielleicht findet da was Gutes. Eine Wettmöglichkeit würde mich aber trotzdem noch interessieren und zwar wäre Both Teams to Score, eine 1-7. Also Bayern, sind wir uns glaube ich einig da draußen, oder? Die schießen sicher ein Tor und die Verteidigung nicht gut genug. Jetzt vor allem auch nochmal mit dem Ausfall von Süle, generell sonst auch schon scheinend Tor weit offen. Piraeus daheim, wenn sie ins Laufen kommen, können sich gute Chancen rausspielen. Das finde ich, Both Teams to Score, finde ich in dem Fall wirklich interessant. Over 2,5 Quote finde ich mit einer 1,5 wiederum zu schwach. Außerdem glaube ich auch nicht auf ein 3-0 oder 4-0. Das letzte Spiel an diesem Dienstag, dann haben wir es auch schon wieder überstanden. Aber ehrlich gesagt gedacht, dass ich ohne Radek hier das alles ein bisschen straffer hinbekomme. Aber der Mittwoch, den gibt es ja auch gleich noch. So, schauen wir uns doch auch bei diesem deutlichen Spiel einmal die Handicaps an.
Atlanta hat jetzt bisher nichts gezeigt, dass sie hier für die faustdicke Überraschung sorgen könnten. Wenn wir hier die Line ansehen, die liegt bei minus 2. Nicht ganz uninteressant, nicht ganz uninteressant, auf Atalanta plus 2 zu gehen. Allerdings, warum sollte Manchester City das hier ruhig angehen? Macht ja keinen Sinn. Die werden daheim Nägel mit Köpfen machen wollen. Und wenn ein frühes Tor fällt, dann kann das auch so ausgehen, wie ich es gehofft habe, dass es gegen Zagreb ausgeht, nämlich einen hohen Sieg für Man City. Die haben jetzt vor kurzem erst gegen die Wolves verloren. Am 19. Oktober 2-0 bei Crystal Palace gewonnen. Kloppo mit Liverpool unentschieden gespielt. Jetzt Champions League Sieg. Okay. Erwartbar. Damit sind wir zu Ende für den Dienstag, den 22. Oktober. Bitte eure Kommentare und noch einmal Radek, gute Besserung und checkt aus oddspedia.de oder .com. Wirklich gute Seite, Quotenvergleiche en masse und viele, viele Ideen hoffentlich auch bei euch dabei. Bis zum nächsten Video.